Wunderschönen guten Tag. Moin, ihr Lieben. Jo, es ist soweit. Die versprochene und ewig lang ersehnte Roomtour meines kleinen Bastelreichs. Ja, es ist noch nicht perfekt, es ist noch nicht hundertprozentig chaosfrei, aber ich wollte euch nicht mehr länger warten lassen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal los. Der Oskar ist auch schon bereit. Und ich stehe jetzt hier schon an der Tür. Ne, Tür, die Tür wurde entfernt und durch einen Vorhang ersetzt, damit man gleich an der Wand anfangen kann, Möbel aufzubauen. Denn dieses Zimmer hat, wie man hier sieht, eine Dachschräge und dort dann auch schon das Fenster. Und ja, da gibt es nicht viele freie Wände, die man quasi dekorieren kann. Das ist mein Ausblick. Da drüben standen bis vor 3 Jahren noch alte Fachwerkhäuser, die sind abgerissen worden. Da kommen jetzt Reihenhäuser hin und ein Mehrfamilienhaus. Ja, gebaut worden ist bisher noch nicht wieder. Aber naja, der Ausblick wird sich auf jeden Fall ja, leider ändern. So, dann gehe ich mal so in die hinterste Ecke, dass man das alles mal so ein bisschen überblicken kann. Ich habe da so ein CD-Regal noch stehen, was irgendwann aber auch noch mal weg soll. Da sind noch mal so ein paar fertig gebastelte Sachen drinne, die ich sonst nicht so unterkriege. Dann kriege ich ja ab und zu auch mal was geschenkt. Das steht dann unter anderem hier. Hier ist mein Papierregal. Ja, der Packband gehört da eigentlich nicht hin, aber egal. Da sind meine ganzen Kreativdepot-Papiere drin. So ein bisschen, Oskar, Vorsicht. Ja. Sortiert. Hier sind so noch so die neueren Sachen drin. Dann nochmal Weihnachtspapier vom letzten Jahr. Alles Maritime, alles mit Blumen, alles für Kinder. Und dann kommen die Basic-Papiere, aber mittlerweile mehrere Farben in einem Fach, weil sonst reicht es nicht. Das Ding habe ich einer Freundin mal abgekauft. Also fragt mich bitte nicht, wo man das bekommen kann. Dann habe ich hier noch meine alte Glasplatte, meine Schneideplatte. Graupappe, das ist gar nicht so einfach in dem Kameramodus zu filmen, mein Scoreboard stehen. Darunter habe ich alle Papiere, die ich mal von Action- und Kreativdepot gesammelt habe. Ich habe die komplett aussortiert und habe mir nur die Bögen rausgenommen, die ich wirklich auch gut fand. Und die habe ich hier in so Hüllen gepackt. Papierreste en masse ohne Ende. Also ich kann mich mit Papierresten, ja, ihr wisst ja selber, ne? Hier habe ich noch mal so 30x30 Bögen in verschiedenen Farben von Faltkarten. Da unten drunter ist, glaube ich, nichts Besonderes. Ach so, dann die leeren Kästen und Verpackungsmaterial. Wie gesagt, der leere Kasten von meinem Polychromos. Dann haben wir gestern Türen für meine Billigregale gekauft. Ja, was mich so richtig ärgert, bei der letzten Tür habe ich den Griff an der falschen Seite angeschraubt. Ich bin fast ausgerastet. Nein, ich habe eigentlich mir fast geheult. Naja, ich habe es ein bisschen kaschiert. Was soll's. Ich würde mal sagen, wir gucken da mal rein. Und zwar, ganz oben drauf steht mein alter Hebeschneider. Dann noch so Boxen, wo ich so Swaps und sowas drin gesammelt habe. Große 50x70 Papiere gerollte, gekauft und ja, lassen sich ja blöd schneiden. Ne? Da liegen sie auch im Schrank. Da stehen nochmal Action, diese Holzklötzchen. Darüber habe ich so ein Fischernetz, so eine Reuse. Fischernetz, eine Reuse. Soll ja ein bisschen maritim sein, ne? Dann habe ich da oben meine kleinen Stampin' Up Papiere, noch so ein paar UFOs, die Vellum-Blöcke vom Action. Dann habe ich da in diesem Karteikasten alte Anleitungen, wo ich aber gar nicht mehr durchsteige. In den Kasten habe ich alles Mögliche an. Kommt man da gerade ran? Nee, da sind alle möglichen Arten Pailletten. Und diese Klebedinger, die es auch beim Teddy gibt, diese Halbperlen, diese Klebedinger. Da sind auch nochmal Teile von Swaps drin, leere Hüllen, so ein IKEA-Rahmen für
Ja, wenn man mal einen Babyrahmen machen möchte, da oben ist noch ein Projekt, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Das kann ich euch nicht zeigen, das ist dann noch nicht fertig. So, dann eine Etage tiefer. Mein Aquarellpapier. Meine ganzen Rub-Ons, das habe ich aus Plätzchen selber gemacht, das Ding. Da standen früher meine Stanzen drin, jetzt sind da alle Rub-Ons drin, weil die früher immer aufeinander gelegen haben und das sollen sie ja nicht. Diese Boxen gab es mal beim Action mit eins meiner. Mit dem Design eins meiner Lieblingspapiere, dem Eukalyptuspapier. Deswegen stehen die auch in allen möglichen Ecken. Hier habe ich meine ganzen. Hier ist leer. Hier ist auch noch leer. Okay. Juhu, ist noch Platz. Alle möglichen Holzstempel, die ich mal bei Action gekauft habe. Hier habe ich noch. Ach, guck mal, Goodie-Stempel, die ich noch nicht zusortiert habe. Hier sind auch nochmal Holzstempel. Der ist von Renke. Das ist der von Amazon, der heiß beliebte. Den habe ich mal in so einem Bastelladen gekauft. Hier sind auch noch alle möglichen Holzstempel. Das ist alles so Action-Kram, ne? Von meinem alten Logo. Früher hieß es ja noch Rini Stempelstübchen. Jetzt ist es Nordlicht Papier schon eine ganze Weile. Das Logo wird sich aber auch nochmal ändern. Der Name bleibt. Hier habe ich alle Stempel, die nicht Kreativ Depot sind. Größtenteils Creative Smile. Hier ist nochmal Renke. Das war mal so ein Goodie. Dann hier so günstige Stempel von Action, Amazon. Und tatsächlich habe ich noch zwei Sets von Stampin' Up. Alle anderen habe ich mich schon getrennt. So, dann geht's weiter. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, dass man das mal sehen kann. Es gibt bei IKEA diese Boxen und zwar im Dreier-Set in dieser Farbauswahl, in diesen drei Farbtönen, in einem Set. Und ich bin ja Monk, versuche es zumindest, die Farben zu sortieren. Und ich habe hier Stempel, alles was mit Geburtstag zu tun hat. Da ist alles so drin, mit was zum Kolorieren ist, alles Maritime. Hier sind so Männerstempel und Buchstabenstempel und alles, was zu den Ticketstempeln gehört. Dann würde ich mich gerne mal auf den Stuhl setzen. Geht nicht, liegt Oscar drauf. Also, wartet mal. So, Freundchen, geh mal runter da. Zack. Alte Frau kann sich nicht die ganze Zeit bücken. Da haben wir alles Weihnachten, Ostern, Feiertage. Ja, alles was nach Süßblumen und Häusern und so zu tun hat, dann alles so Kinderkrams. Wartet mal. Entschuldigung für die Kameraführung. Ich habe das hier an so einem Deppenzepter dran. Wartet mal eben kurz. Uff, mir ist gerade ein bisschen warm. Also alles, was so für Baby ist, Hochzeit und so weiter. Hier habe ich nochmal ein extra Karton. Da sind meine ganzen kleinen Goodie-Stempel drin. Oder es gab ja auch Stempel in der Größe hier zu kaufen. Also diese ganze A7-Geschichte und noch kleiner hier für den Kaugummi-Automaten. Leere Hüllen dafür, für diese Stempel. Hier habe ich drinne teilweise schon die Bundle. Nee, nicht die Bande. Ach, Quatsch. Alles, was so mit Essen zu tun hat. Schokolade, Krams und ja, ist nicht so viel. Meine ganzen Goodie-Stempel gesammelten über die Jahre. Eingeschweißt in Laminierfolie und dann in diese Hüllen. Adventskalender von vor 2 Jahren, den vom letzten Jahr. Hatte ich auch. Jetzt eine kleine Kritzelei, aber dieses Zirkusthema war leider nicht meins, deswegen habe ich ihn wieder abgegeben. Dann noch eine Etage tiefer. Hier sind alle meine Stanzen drin. Das ist alles noch ein bisschen blöd sortiert, weil diese ganzen kleinen decorated Sachen, die fallen hier immer so lose drin rum. Also die ganzen letzten habe ich noch gar nicht groß auf Magnete gezogen. Hier auf Magnetreste, am besten gleich auf der Verpackung. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Eine Schande, hatte ich eigentlich vor. So. Und so sollte es eigentlich sein. Da habe ich alle.
alles auf Magnetfolien, ne? Alles was Maritimes zusammen. Früher waren die ja alle noch einzeln in den Tüten, die Stanzen von S, Kreativdepot. Die habe ich alle so auf Magnetplatten gemacht, ne? Ja. Dann hier sind noch mal so Action-Stanzen und von anderen Firmen. Hier sind meine ganzen Cut and Emboss Folder und alle Embossing Folder an sich auch. Ne? Hier, diese alle von allen möglichen Firmen. Voran natürlich alles von Kreativdepot, weil das mache ich am liebsten, das wisst ihr ja. Hier sind meine ganzen Schablonen drin. Ganz viele von Frau Blütenstempel, auch von Create a Smile und ja, von allen möglichen Firmen hier. Ne? Genau. Dann habe ich hier unten in der Mitte nochmal leere Hüllen, Schallplattenhüllen hier vom Kreativdepot, wo das Designpapier drin ist. Und auch die normalen, die ich mir mal gekauft habe, die LP-Hüllen. Bisschen Papier noch. Dann großes Chaos hier. Eine Kiste mit allen möglichen Bastel-Equipment für Ostern, für Weihnachten, für keine Ahnung was, Steinchen etc., wovon ich mich noch nicht trennen konnte. Wie gesagt, früher habe ich ja eher mit so anderen Kram gebastelt, weniger Papier und ja, da ist noch ein bisschen was über den so Stickrahmen und sowas drin. Da bleibt es meist auch. Und jetzt wird das Ding nicht wieder rein, weil eine Hülle verrutscht ist. Wartet mal eben kurz, ja? Und hier genau das gleiche nochmal. Ach, Deckel, Boxen, hier Kerzenhalter, eine Sternverpackung, die Verpackung, also die Tasche von meiner Drücke Joy. Also gar nichts so Besonderes. Das war Schrank 1. So. Schrank 2. Oben. Noch ein paar Bücher. Hier Ostern habe ich mal geschenkt bekommen. Das soll so bleiben. Das wird Ostern auch wieder so hingestellt. So Heftchen. Swaps. Inhalten von Swaps. Oder die mal zu Swaps gemacht werden. Dann meine Buttonmaschine mit den zwei Aufsätzen. Die passenden Stanzen dazu. Die ganzen Teile dazu. Ja, mein kleines Einhorn. Ne? Das passende Papier für die Button. Dann geht es wieder weiter mit diesen coolen Boxen. Ich habe ja einen wunderschönen Teller geschenkt bekommen von Alex zum Geburtstag. Ne? Guck mal, ist der nicht cool, aber er hat noch keinen richtigen Platz gefunden. Deswegen, damit er nicht kaputt geht, steht er erstmal hier. Hier habe ich alle meine Holzsachen. Hier für Explosionsboxen. Hier für Schüttelkarten. Holzfiguren. Für jeden möglichen Anlass. Hier so eine Tür. Knäufe für Boxen, also für Graupappe-Boxen. Ja. Holz, Holz, Holz. Holzkugeln in jeder Größe. Früher habe ich diese Holzkugeln, das sind jetzt gerade Eier verbunden. Holzkugeln benutzt für Köpfe, für Tontöpfe, um Figuren zu machen. Hier nochmal Holz, Holz, Holz. Also mit einer Hand ist das ja echt. Einfach, genau, hier war das ja vorher das Regal offen stand diese Holzfigur da als Deko. Das ist auch noch nicht fertig, da fehlt noch der Teller, der kommt aber. Diese Kästen, die es bei Action gab, hier mit diesen Brads. Mein Schlamper, wenn ich auswärts bastel, kommt da immer mein Bastelutensil rein. Hier habe ich erworbene und geschenkt bekommene Resinteile zum Verbasteln. Hier auch nochmal. Ich habe schon so ewig, ne? Ich vergesse das auch immer, dass ich das habe. Hier auch. Alles aber eingepackt in Folie. Hier nochmal so Schilder. Holz nochmal. Holzklötze, Holzperlen, Holz. Holz, Holz, Holz. Hier auch. Holzwörter, Holz. Keine Ahnung was, allen möglichen Kram aus Holz. Und hier auch nochmal
Weihnachten, Blumen, Liebe, Sterne, maritim. So. Dann muss ich einmal wieder in die Rückenhaltung. Zack. Das ist ein bisschen warm, das ist unbedingt gerade eine Fliege drin rum. Ich muss mal eben das Fenster aufmachen. So, hier habe ich die blauen Boxen, ne? Alles, was mit Kleben zu tun hat. Mein Buchbindeleim, mein Bastelkleber von VBS zum Auffüllen für die kleinen Flaschen, für die Holzbasteleim Ponal Express, und das ist nochmal so doppelseitiges Klebeband, so richtig wieder ablösbar aus. Das gab es mal bei Rossmann. Genau, hier habe ich nochmal so Stifte gedönst. Ach so, alles was man Bastler halt hat. Guck mal, hier stehen auch noch Süßigkeiten rum. Ja gut, versteckt, ne? Habe ich ganz vergessen, sollte ich mal da lassen. Die wollte ich, die sauren Kracher, ihr wisst, das Stempelset mit der Topperstanze und diesen ganzen Sprüchen, wo irgendwie passend zu Süßigkeiten, ihr wisst schon. Hier habe ich noch so Filzsachen drin, das war mal Goodies, wo ich Filzsachen bestellt habe, die man beplotten kann. Und hier alles Sachen aus Swaps und teilweise noch die Verpackung der Swaps, die ich echt cool fand, die ich ein bisschen aufheben möchte. Die servierten, die verbrauchen sich so nach und nach in der Küche. Aber was man da halt immer alles so drin hat und noch nicht weiß so recht, wohin damit. So, dann geht es weiter runter. Da habe ich mein Vellum, mein bedrucktes. Dann habe ich in den Ordnern hier nochmal weißes Reservepapier und auch nochmal Vellum. Hier habe ich meine ganzen alten SU-Papiere. Also das sind auch Anfangszeiten. Also die sind schon 3 Jahre locker, sind die schon alt. Und sie werden einfach nicht weniger, weil ich einfach viel zu selten mit so buntem Papier bastel. Ja. Da ist auch ein bisschen anderes Papier noch mit bei. Aber 90% Stampin' Up, man sieht es ja an den Farben hier, ne? So, dann habe ich hier Papiere, alle anderen möglichen Farben, alle Kraftpapiere in verschiedenen Farben von Faltkarten. Hier habe ich nochmal das extra starke weiße Papier, warum das da drin ist und nicht in dem anderen, weiß ich auch nicht. Hier habe ich nochmal schwarzes Aquarellpapier vom Action. Nutze ich aber nicht für Aquarell, sondern für Boxen, deswegen ist es hier mit drin. Also alles, was so andere Farben sind, so braun, schwarz, grau und Glitzerpapier. Glitzerpapier und ja. Ja, so goldenes und silbernes. Dann habe ich hier Laminierfolien, Schrumpffolie, noch nicht benutzte, hier diese Prospekthüllen. Was ist da noch alles drin? Hier ist auch noch mal so ein Block. Ach so, von Action, da ist auch so ein Kraftpapier gedöhnt. Ja. Das ist da alles drin. Hier habe ich noch mal keine Ahnung. Ach so, hier Etiketten und hier ist noch mal eine Tasche, warum auch immer. Wie gesagt, das ist noch nicht alles sortiert. Und hier habe ich auch noch mal ganz altes Papier von Gerstecker. Einfach so Farbkarton, den ich mal überall und nirgends gekauft habe. Bei Wohlwort, bei Teddy, bei, keine Ahnung, hier bei Action. Diese 30x15 Blöcke. Oder alle möglichen auswärtigen. Hier ist auch nochmal Vellum. Ach, guck an. Ja, siehst du? Da ist nochmal Süßigkeiten aus Swaps. Die liegen auch ganz gut da. Ja, alles nochmal so Papierkram, was ich noch nicht wegsortiert bekommen habe. So was in Ordner muss. So was man so am privaten Kram hat. Hier Versicherungen und all so ein Gedöns. Da sind nochmal ein paar Bastelbücher. Ja, das verbirgt sich jetzt in diesen beiden Billigregalen, wo ich vorher Kallax hatte, und Kallax hat mich irgendwie genervt, war alles offen, und diese Boxen sind ja auch, ja, sie sind suboptimal, und die Billigregale, die 40er, sind genauso tief wie die Kallax-Würfel, und mit den Türen davor, auch wenn man da so einen kleinen Fehler einbaut, naja, was soll ich sagen. So, das ist mein Fotoplatz, direkt am Fenster gewählt, war es woanders, zeige ich euch gleich.
Ich habe hier ja in diesem Jahr, glaube ich, schon das dritte Mal jetzt umgeräumt und es reicht langsam. Also ich glaube, im Dezember letzten Jahres habe ich angefangen. Ich weiß es gar nicht mehr. Das vierte Mal oder so. Hier so eine schöne Plastikblume vom IKEA, weil Oskar knabbert am Blumen rum. Deswegen Plastik. Dann habe ich hier einen von den selbst gebastelten Sternen. Da habe ich tatsächlich mir so selber so einen Lichtfänger dran gebastelt. Ich wollte irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ja. So, dann unter der Fensterbank. Alles Mögliche an Geschenkpapieren, Folien, in diesem Körbchen ist alles an Buchleinen, was ich habe. So, bleiben wir auf der Höhe. So, dann alles, was ich entweder geschenkt bekommen habe zum Geburtstag, das ist auch noch nicht fertig geworden. Ja, was ich selber gebastelt habe, da oben in dem Körbchen sind alle meine Karten drin und hier alle Böckchen, die ich so zusammengewerkelt habe. Ein Teil ist schon verschenkt. Manche Sachen fand ich auch irgendwann so doof, dass sie wieder im Müll gelandet sind. Ja, ne, die Box vom Scheunenkorb. Ich liebe sie. Die ist mega. Mein Drucker. Da sind auch nochmal Sachen. Kleine Geschenke. Und ja, hier ist jetzt das Kallax-Regal. Ich habe da Druckerpapier. Da oben sind auch nochmal Papierreste. Druckerpapier in verschiedenen Farben, weiß und bunt. Dann meine Falzbretter, meine Stempelhilfe, nochmal Ordner, die man so im Büro braucht. Ich glaube, hier war gar nichts Besonderes drin in den Schränken. Da unten ist nur Ramsch drin, Getüdelkram. Hier habe ich so mein Laminiergerät, mein Schredder. Da unten sind nochmal Acrylfarben drin in so kleinen Töpfchen, Servietten. Ja, die Türen haben leider irgendwie sitzen die nicht richtig drin. So, dann habe ich hier nochmal Boxen. Hier sind meine Pappbecher drin, meine Suppenbecher in zwei verschiedenen Farben. Hier nochmal Gläser. Der Katernötchen drin hier wiederum. Passt hier wieder irgendwas nicht? Ich liebe es. Ganz unten habe ich noch mal ganz viel Holz, Holzplatten, Holzkästchen, Holz, 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 Holz. Hier so ein Jenga-Spiel sind auch noch mal Holzklötzchen zum Verarbeiten. Hier so Riesen-A-Stäbchen. Also Holz, Holz, Holz. So, dann schwenke ich mal um an meine Wand, an meine Dachschräge. Da habe ich mir so ein IKEA, wie nennt man das, ein Gitter da dran gemacht, wo ich Sachen dran hängen habe, wo ich dran hänge. Also von besonderen Menschenkarten zum Beispiel, die mich sehr berührt haben. Ja, die ich natürlich nicht in den Müll schmeiße. Also ich muss doch mal doch aufstehen. Hier hängen übrigens meine eigenen Babyschuhe. Meine allerersten Schuhe, die hingen ja zig Jahrzehnte im Auto meines Vaters. Als ich das Auto übernommen habe, habe ich die Schuhe auch übernommen, aber sie stehen halt hier oben. Die Karte, ne? Von Yvonne, kreativ. Voll toll. Ich finde sie mega, die Karte. Vielen Dank nochmal. Ne? Und von vielen Freunden und Menschen, die ich durchs Basteln kennengelernt habe, die ich teilweise noch nicht mal persönlich kenne, aber nur über Instagram oder WhatsApp aus unserer Basteltruppe. Alles so hier von meinem Namensschild vom Scheunentrop. Natürlich das Kreativdepot, Schlüsselbund hier, Sachen aus Swaps, Schlüsselanhänger. Nochmal so ein Lichtfänger, den ich geschenkt bekommen habe. Ja, von dem einen Krop in Oldenburg. 8 Jahre Kreativdepot, die Sonnenbrille, die Papiersonnenbrille. So. Dann gehen wir wieder eine Etage tiefer. Da steht eine meiner neuesten Errungenschaften. Ich habe es endlich gemacht. Ich habe mir eine Dahle gekauft. Ich habe mir ein bisschen Rat eingeholt von verschiedenen Personen und ich liebe sie. Das ist die 2, jetzt muss ich mal, nee, 5, 6, 2, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die A4 mit dem extra Teil an der Seite dran.
Und sie hat auch diesen Laserstrich für die Genauigkeit, dass man genau weiß, wo an welcher Stelle das Messer oder der Hebel schneidet. Also richtig genial, es war. Wenn man so gerne mit Graupappe arbeitet wie ich, dann, ich glaube, dann muss so ein Ding her. Ne? Die ist echt nicht billig, da lohnt sich das Sparen aber für, weil das ist eine Anschaffung fürs Leben. Denn ich habe mittlerweile schon zwei andere Hebelschneider. Den ersten von dem Tim Holtz kannst du vergessen. Dann den, den ich von der von Olympia habe. Ja, nee. Bin ich auch noch nicht losgeworden zum Papierschneiden. Super. Für Graupappe leider nicht geeignet. Eine Schublade hier habe ich. Stifte. Einfach nur Stifte. In meiner Zeit als Rettungsassistentin und medizinischer Fachangestellte habe ich natürlich viele Kugelschreiber und Stifte gesammelt. Das ist einfach hier zusammen um. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit mal machen soll. So, dann kommen meine Buchbindeschubladen. Ne? Also ich liebe diese Alex-Container. Die habe ich alle mal gebraucht bei Kleinanzeigen ergattert. Und diese Boxen sind ja vom Action. Die gibt es immer im Viererpack. Und die finde ich ideal für die Eyelets. Weil ich habe dann immer, wenn ich beide Farben habe, wirklich das so gemacht. Steht auf dem Kopf, ne? Dass ich sie so zusammen reingetan habe, die kleinen und die großen, und sie dann auch so beschriftet habe. Genau. Das sind nochmal so Eyelets von Firmen. Also keine Ahnung, die weißen sind, und die rote ist von Kreativdepot, die anderen sind von We Are Memory Keepers, glaube ich. Genau. Also, ne, wo ich beide Farben von habe, die sind in diesen Kästen gelandet. Und dann habe ich hier die kleinen, die Mini-Clips. Die Farben, die ich habe, da ist noch Luft nach oben, da ist Gott sei Dank auch noch Platz. Hier habe ich noch mal einen so ein Teil bei Buchbinden, wo man den Kugelschreiber dann reinstecken kann. Dann habe ich hier meine ganzen Klipse. Hier habe ich noch mal andere Eyelets, andere Farben. Das ist von Amazon mal gekauft. Dann ganz viele Kästen mit Charms, Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, die man mal eine Karte oder eine Box sammeln kann. Dann hier meine ganzen, was haben wir denn da? Ach so, Schrauben und Schlüsselringe, und hier meine ganzen Patronenknöpfe. Da waren auch mal so Sets von Amazon und so einzeln gekauft. Die hier, die größeren, die habe ich einzeln dazu gekauft. Ja. Das ist einmal die Schublade. Dann darunter geht es weiter mit meiner Buchbindeliebe. Da hinten sind alle Ringbuchmechaniken. Hier habe ich die ganzen Metalletiketten, die runden Gummis, die flachen Gummis. Hier nochmal Gummiband teilweise von Kreativdepot, bevor es die gab. Und Hohlnieten nochmal in verschiedenen Farben, nochmal ein paar Sorten. Das ist da drin. Da drunter ist nur Tüdelkram. Da verstecken sich auch wieder Süßigkeiten. Ein Pflaster, ne? Weil man braucht das immer mal. Ein paar CDs, ein Buch, was weiß ich, alles noch. Hier brauchen auch immer Bastelsachen rein, wenn ich woanders basteln gehe. Das habe ich geschenkt bekommen von Alex. Hier nochmal Sachen für, ja, für Geschenke zum Verbasteln. Ganz unten. Tüten, 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 Folien, also in Papier- und Folienvariante. Dann geht's weiter. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ich war schon gar nicht mehr. Ach so, ja, hier habe ich nochmal so Deko-Krams drin für meinen Fotoplatz. Das ist frisches, getrocknetes Eukalyptus. Eine Freundin und Arbeitskollegin hat einen Eukalyptusbaum in ihrem Garten. Dann habe ich hier für meinen Plotter die Folien. Hier habe ich meinen Plotter, also meine Quicke Joy und das restliche Zubehör, was man dazu braucht. Hier ist auch so eine kleine Bügelpresse. So ein Mini-Bügeleisen. Dann völlig chaotisch meine Schublade noch mit Briefumschlägen und Hüllen. Und ganz unten. Ja, Sachen, die ich mal irgendwie. Ach so, meine ganzen Hüllen von den Kreativdepot-Sachen, die ich umgepackt habe in andere Hüllen. Also ich schmeiße dann die Originale nicht weg, ich sammle die in der Schublade.
und so Sachen, die ich nicht mehr brauche. Genau. So, dann geht's hier um meinen Schreibtisch. Unten drunter, ja, jede Ecke ausgenutzt, nochmal ein paar leere Boxen, die nach dem Umräumen jetzt über sind. Kartons von meiner Cricut Joy und meiner Buttonmaschine, die schmeiße ich nicht weg. Dann habe ich was Neues angefangen, beziehungsweise ich habe es gekauft, ich habe es noch nicht angefangen, man sieht es, ne? Kera Kraft, und in dem Pappkarton da unten drinne sind zwei Gießformen. Ich habe es noch nicht gemacht, bin ich noch nicht zugekommen. Ein Koffer, ne? Wenn ich auf Basel-Tour gehe zu irgendwelchen Crops oder so, dann habe ich da immer meine Sachen drinne, weil das Zeug lässt sich besser auf Rollen transportieren. Ein bisschen Luftpolsterfolie, noch zwei Regale, die an die Wand müssen wieder, und mein Papiermülleimer. Dann meine Alkoholmarker, meine Polychromos. Das wollt ihr mit Sicherheit sehen. Ich mache das mal eben auf. Ich muss mal gucken, ob das Video darf nicht zu lang werden, sonst kriege ich das nicht hochgeladen. Habe ich mir bei Amazon gekauft, diese Hülle für Stifte für 120 Stück. Habe hier meine Polychromos alle drin. Habe hier dieses Magnet, wo diese Magnetplatte von We Are Memory Keepers bei Kreativdepot gekauft. Das habe ich mir bei Sabrina abgeguckt, weil wir waren ja auch zum Workshop bei Kreativdepot mal vor Ort im letztes Jahr, Anfang diesen Jahres, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir auch koloriert haben. Hier habe ich sogar noch liegen. Das Partyschwein. Das ist eins der besten Kolorationen, die ich bisher gemacht habe. An dem Abend aber mit so einer tollen Anleitung und so einer tollen, ja, Anleiterin quasi. Die liebe Sabrina, ne, von Kreativpünktchen. Ja, konnte das nur so schön werden. Genau, das liegt hier noch. Mein Geburtstags. Buch, damit ich mal weiß, wann Karten verschickt werden müssen, meine Kamera, ein bisschen Tüdelkram, was zu trinken, hier auch, ne? Staubfeudels und Rollen, hier Fusselrollen, ne? Mit so einem Haustier, immer ganz praktisch. Mein Mini-Ghetto-Blaster, der ist aber kaum an, weil ich da oben ich sag mal, eine Uschi stehen habe, weil wenn ich jetzt das richtige Wort sage, ihr wisst, was ich meine, ne? So ein Echo Dot. Ja, ich und mein Mann vor zig Jahren, als wir noch jung waren. Das habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin zum Geburtstag. Fand ich auch sehr cool. Da habe ich nochmal CDs. Ja, ne, wir sind hier durch und durch grün-weiß eingestellt. Meine Tim Holz, sagt schon, Distress Oxides Stempelkissen. Kinkerlitzchen, wie schon drauf, ne? Kimbim und Kinkerlitzchen. Das ist auch ein Swap gewesen von Sandra. Sandra, mit der ich den Scheunenkorb gemacht habe. Ne? Mittlerweile würde ich mal sagen, auch eine gute Freundin. Ja. Und Bastelbegeisterte. Dann hier nochmal so IKEA-Boxen drin. Da ist auch Tüdelkram drin. Meine Bürstchen. Mein Exakomter-Papier zum Kolorieren. Der Tesafilm ist klar, ne? Ja, meine neuen Organe. Mittlerweile sind alle Boxen voll befüllt. Also wenn ich nochmal eine dazu habe, dann brauche ich eine neue Box. So ein bisschen versucht nach Farben zu sortieren, aber nur so grob. Sind dann auch alle oben drauf mit dem Gymo beschriftet. Genau. Hier auch nochmal, ist auch von Sandra, Mädchen-Krimskrams. Also ihre Swaps sind immer richtig cool. Ja. Krimskrams Boxen kann ich, habe ich, ach, tausende, schrecklich. Dann habe ich dieses Regal von IKEA. So. Mit Holzklötzchen hochgesetzt, rechts und links, damit die Steckdosenleiste darunter passt von meinem Schleppi hier und den ganzen anderen Kram, weil dieses Zimmer hat nur zwei Steckdosen. Zwei. Eine am Eingang, eine hinter mir. Und dann geht schon weiter an meinem Basteltisch. Hier haben wir noch mal ein paar Bilder, ne? Dieses wunderschöne Designpapier musste in den Rahmen, Autogrammkarten von früher, und dann geht es an meinen Basteltisch. Und Papierreste, so die aktuellsten aber. Das neueste Designpapier. Hier habe ich so eine Hülle mit, meine Polychromo-Farben aufgemalten, meine Etiketten, weißes Papier.
die Reste davon, ne, mal für Etiketten, dann Papier für Karten und so weiter in zwei verschiedenen Weißtönen und hier nochmal dieses neue Kraftpapier. Mein Falzbrett, hier habe ich nochmal ein Namensschild, hier spontane Notizen. Frag mich mal, für was das war. Ich glaube, für jetzt die letzte Box mit dem Weihnachtspapier, die ich gemacht habe, irgendwelche Maße. Davon habe ich viele. Und ich kann euch dann hinterher nicht mehr sagen, wo das zugehört. So, hier ein bisschen Sneak Peek. Ich habe noch mal ein paar Sachen gekauft, mit denen ich ein Video drehen möchte. Hier sind immer die neuesten Sachen drin für die Releases. Also, ne, freut euch auf Freitag. Dann habe ich da oben sind meine Buchbindesachen drin, diese Ecken und diese Buchbindetools und doppelseitige Klebebögen. Da ist nochmal ein Brillenputztuch drin, das ist auch ein Swap, ein Geschenk von einer Freundin. Heißluftföhn, ein Zirkel, so ein kleines, eine kleine Mini-Stanze, Handstanze mit einem Herz. Meine Disfis Oxides, mein Farbfächer, den ich mir selber gemacht habe. Ja. Alle möglichen Stifte, alles was mit Kleben zu tun hat, alle anderen Tools wie Falzbein und ja, kann ja mal näher rangehen, ne? Cuttermesser, Pika, Pinzetten, hast du nicht gesehen. Hier habe ich nochmal einen Button, das war einer der ersten Button, die ich selber gemacht habe, aber nicht mit meiner Buttonmaschine, sondern mit einer anderen. Hier nochmal ein Bild von Oscar, ja, das Schaf guckt so blöd, deswegen habe ich das dahin gemacht. Radiergummi, Anspitzer, Etage höher auch noch mal. Mein, wo ist mein Finger? Kleines Töpfchen, da habe ich mal mein Buchleim drin. Ja, Anspitzer, was zum Nähen. Hier noch mal dieses Falztool, Washi-Tapes, Stempelreiniger, Goodie-Stempel, noch nicht zu sortierte. Ja, Tüdelkram, so alte Falzmesser aus dem Board, meine Crocodile. Hier hängt auch noch mal so ein Swappy, was ich geschenkt gekriegt habe. Hängt über meiner Autogrammkarte hier von Wohle mit Zitronen aus Hamburg. Total cool. Zitronen mit Augen und Mütze im Boot. Ja. Ja. Hier sind alle meine möglichen, also alle Lineale drin in allen Größen. Meine Geodreiecke. Ja, eigentlich alles, was lineal ist. Daneben alles, was mit Pinseln und Spachteln zu tun hat. Meine Heißklebepistole. Nochmal eine Zange. Hier mein Stift für mein iPad. Nochmal Magnet. Hier hängt meine Sprühflasche dran. Dahinter sind die Scheren. Dann das Tape, was ich benutze vom Action. Ja, was man braucht hier, ne? Küchenpapier, Putztücher, Mülleimer, mein Robby Rob hier, mein Tischstaubsauger, sehr cool. Also Amazon, richtig cool. Wie oft hat man hier Krümel drauf liegen? Ja. Ja, nicht Wasser zum Trinken, sondern Wasser zum Pinselreinigen hier. Der dicke Korda wieder. Oskar, dürfen wir da mal ran? Danke. Putzlappen. Nochmal ein paar Klammern. Entschuldigung, Sir. Meine ganzen 3D-Klebepunkte und doppelseitiges Klebeband ist hier drin. Mal ein Pöter an der Seite hier. So dickfällig. Meine Stempel. Genau. Meine Stempelblöcke. So, dann schwenke ich hier nochmal rüber. Hier könnt ihr nochmal gucken hier, ne, Sir. Auch wundert euch nicht, warum der so zerstört im Gesicht aussieht. Oskar hat so eine, er ist Allergiker. Und je nachdem, wie er auch drauf ist, zerkratzt er sich mal mehr, mal weniger. Ja, aber das heilt auch alles wieder ab, also macht euch da keine Sorgen, das ist bekannt. Wir brauchen natürlich immer wieder ein bisschen Cortison. So, hier oben in der obersten Schublade alles zum Thema Glamour-Liebe. Alles zum Thema Aquarell, meine Colliro-Kästen. Da hinten diese ganzen Action-Sachen, das sind noch vom Rossmann hier so einfache Tuschkästen. Meine Albrecht-Dürer, hier habe ich noch mal neue
Farbfächer von Faltkarten, dass ich nochmal gucken kann, wenn ich ein Papier bestimmtes brauche, was farblich gut passt. Mein kleiner Schminke wird hoffentlich nochmal, also bekommt hoffentlich nochmal einen großen Bruder. Ja, genau. Das ist da drin. Da meine ganzen Sammelsurium an allen möglichen Handstanzen. Brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ne? Dann Tüdelkram. Tüdelkram, Tüdelkram. Alles Stanzteile, die ich mal ausgestanzt habe, aber noch nicht benutzt habe. Also hier ist es ist kein Rest. Ich habe hier mit Coliros gemalt und das kann man ja noch benutzen. Ne? Goldkram hier. Teilweise in Kästen, diese ganzen, was ich schon angemalt habe, hier koloriert habe. Und ja, Sachen, die man auch mal für Geschenke benutzen kann. Hier so Kulleraugen und so Marienkäfer und kleine Mäuse und Tüdelkram halt, ne? Tüdelkram ist Tüdelkram. Hier unten alles, was mit Kerzen zu tun hat. Und Folien für Kerzen. Zack. Und dann haben wir noch mal die andere Schublade. Wir nähern uns langsam dem Ende, aber ganz langsam. Also auf meiner rechten Seite. Da hinten sind meine Stazon-Stempelkissen, meine Pasten. Meine Ersatz-, meine Auffüller, meine Embossing-Sachen, Stempelkissen, die ich sonst so benutze. Ne, am liebsten natürlich diese beiden hier. Das habe ich schon ewig nicht mehr benutzt und das, weiß ich auch nicht. Genau. Darunter alles, was mit Siegel zu tun hat. Meine Siegelschublade von vorne bis hinten voll. Bis mit allem Gedöns, ne? So. Und dann meine Schublade mit meinen ganzen Enamel Dots, mit meinen Puffy-Stickern, mit den Die-Cuts, Secret Fences, hier Picket Pailletten, Klettgedöns, hier meine ganzen Sammelsurium an Perlen, die ich auch dazu noch gekauft habe. Hier die meisten sind dann vom Wohlwort gewesen. Fertig ausgestanzte Etiketten und allen möglichen Tüdelkram hier zum Dranhängen nochmal. Magnete, hier ist nochmal auch noch mal so ein Kram drin, hier so goldene Ringe, die sind noch von SU von 40 Jahren. Hier haben wir nochmal so eine Walze, so ein Teil zum Schleifen binden, nochmal so ein Sprüher und dieses, wo man nach dem, hier diese, ihr wisst, nach dem Stanzen da die Stanzform, die Teile da noch rausbürsten kann. Genau. Allen möglichen Kram halt. Ja. So. Und hier geht's weiter. Meine Nouveau Flakes, Blöcke in verschiedenen Größen. Meine fertigen Siegel. Griffe für Graupappe-Projekte. Nochmal Kugeln für Lichtfänger. Ne? Strohhalme. Alkohol, puren Alkohol aus der Apotheke. Nicht zum Trinken, sondern da kann man so mit Alkoholmarkern ganz coole Effekte auf Karten machen. Also auf Papier machen. Dann so Sprühfarben. Draht. Schleifen, Tüdelkram halt hier, Post-its in allen möglichen Varianten und Kram. Kram, Kram, Kram. Ersatzteile. Ersatzklebeband, Klebeband, Ersatzboxen, Gummibänder, Ersatzrubbel-Radiergummi hier für die Abroller, Klebeabroller, die Ersatzteile, ja. Reingeschmissen und Ersatzflaschen für Kleber, Müllbeutel, Cuttermesser nochmal, die für die Heißklebesticks. Ja, so. Und last but not least, ihr habt sicherlich schon vermisst, wo ist meine Stanzmaschine? Sie ist hier auf meinem Rasköck. Ich bin nicht betrunken, aber langsam freue ich mich, einen Schluck zu trinken. So viel sabbeln. Ich habe eine A4-Stanzmaschine.
Die passt perfekt auf diesen Rollwagen von Ikea, wenn man sich die Platte dazu holt. So, die nehme ich mal runter, weil darunter ist natürlich ein Fach. So, da habe ich versteckt meine ganzen Bänder. Geschenkbänder. En masse. Da ich sie selten brauche, liegen sie hier unten drunter. Eine Etage tiefer. Alle Stanzformen, die mit Verpackungen zu tun haben. Also eigentlich alles Kreativdepot. Also alles Boxen, Stanzformen. Ohne Ende. Jetzt auch die neuen Sachen vom Shorshi. Und vom Papier-Shorsch, ne, von der lieben Steffi. Ich bin mit dieser Aufbewahrung noch nicht so ganz so happy, aber diese Verpackungen sind so groß und sie passen da perfekt rein. Und in der untersten Etage, da steht nochmal meine kleine SU-Stanzmaschine, eine Box mit den Klötzchen vom Klötzchenmann, auch noch Acrylklötzchen und hier nochmal das Teil oben für die Stanzmaschine. Ja, ihr Lieben, und das war's. Und ich würde mal sagen, ihr habt jetzt alles gesehen und ich verabschiede mich jetzt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf meinem Basteltisch. Macht es gut. Tschüssi.